Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich starte den Vlog natürlich wie immer mit irgendwas, wofür ich Geld ausgegeben habe. Und diesmal war es tatsächlich Shibo. Ja, da bestelle ich tatsächlich eher selten, aber ich wollte Bettwäsche bestellen. Und bei uns ist immer das Problem, Flo hat so eine Bettdecke, die Übergröße hat, die halt länger ist als normale und ich habe halt die Normalgröße. Ja, und natürlich habe ich ewig Bettwäsche halt nur einzeln so geholt und in einer Normalgröße und das müssen wir mal so ein bisschen ausgleichen. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme mal eine mit, weil die war bei Shibo gerade im Angebot. Und zwar dieses schöne Exemplar hier. Ich weiß, es ist ein bisschen altrosa, viele werden jetzt mit Flo leiden, aber so ist es nun mal. Ist halt so eine Wendebettwäsche, da ist halt oben ne, mit Punkten und das andere ist halt so einfarbig. Aber das war so ein bisschen frühlingshaft, das brauchte ich und halt auch in Übergröße. Und wenn wir schon mal dabei sind, habe ich mir auch die Kopfkissenbezüge geholt, weil ich habe nur diese 80x40, genau die kleineren Kopfkissenbezüge, den anderen brauche ich eigentlich gar nicht. Aber man kriegt ja diese Bettdecken nur, wenn man auch die Kopfkissen dazu nimmt. Also ist immer so ein Set und ich brauche es halt nicht. Aber gut, kann Flo benutzen und ich habe jetzt nochmal die. Ich weiß, man kann die großen 80x80 auch so falten, dass das da auch reinpasst, aber ich will halt auch mal welche, die auf jeden Fall passen. Und dann habe ich deswegen auch nochmal einfach so blau-weiß gestreifte geholt, ganz klassisch, denn da habe ich auch Bettwäsche, wo es zu passt. Und da bin ich erstmal wieder eingedeckt mit. Dann habe ich mir eigentlich noch eine Bettwäsche geholt, wo ich jetzt, erst war ich traurig, weil ich habe die bestellt, auch wieder in Normalgröße und einmal in Übergröße. Und ein paar Tage später, als die Bestellung halt durch war, habe ich dann eine E-Mail bekommen, dass die Bettwäsche in Übergröße ausverkauft ist, dass sie leider nicht mehr lieferbar ist. Und ich dachte mir nur so, was soll ich mit der einzelnen in Normalgröße, wenn ich den Gegenpart von Übergröße nicht da habe. Aber gut, erst war ich traurig und dann dachte ich mir jetzt gerade so, ist das dunkelgrün? Ich weiß nicht, wieso ich der Auffassung war, dass es schwarz-weiß ist, aber ich glaube, es ist so ein richtiges Tannengrün irgendwie. Und ich dachte, das wäre schwarz-weiß. Ja, also abgesehen davon, das Grün, also ich finde es eigentlich schön von der Farbe, ich mag Grün, aber das würde überhaupt nicht in mein Schlafzimmer passen. Von der Farbe überhaupt nicht, da ist nichts Grünes, ich habe nicht mal, na gut, ich habe graue Spannbettlaken, aber selbst das fände ich blöd, ich habe nichts farblich, was dazu passt, weil ich halt sowas habe wie rosa, altrosa, lila, grau. Nee, deswegen, das kommt sowieso zurück, weil wie gesagt, ich brauche es nicht, aber ich bin auch gar nicht mehr so traurig, dass ich es jetzt zurückschicken muss. Dann bin ich bei Geschirrtüchern hängen geblieben, ich habe ja auch so einen kleinen Faible für Geschirrtücher. Und einmal habe ich mir die hier geholt. Das ist wohl noch so eine Oster-Edition. Fand ich jetzt aber gar nicht so schlimm. Weil Ostern kommt ja auch alle Jahre wieder. So, wir haben einmal Häschen. Sehr süß. Dann so ein bisschen Grünzeug am Rand. Und halt einfach nur ein gestreiftes. Ja, habe ich wieder was für die Zeit, aber es ist noch ein zweites Set mitgekommen, also Flo da, der schüttelt wahrscheinlich schon wieder mit dem Kopf, wenn er das mitkriegt. Sweeter than sweet. Da läute ich schon die Sommerzeit irgendwie ein, dann gibt es sie noch in der Farbkombi mit Streifen und mein Favorite, die Erdbeeren, voll hübsch. Ja, also da habe ich jetzt auch erstmal wieder einiges. Und dann habe ich mir noch eine Lunchbox geholt, die jetzt doch größer ist, als ich irgendwie dachte. Ich kann ja so mit Maßen und so gar nichts anfangen, wenn ihr mir sagt, das ist so und so viel Zentimeter groß oder du musst noch so und so viel Kilometer laufen. Was weiß ich, wo das ist, bin ich ganz ehrlich. Aber die sah halt eigentlich ganz cool aus. Ist halt, wie gesagt, doch ein bisschen. Ich habe die sogar größer als die, die ich immer mit zur Arbeit nehme. Und last but not least sind bei mir diese Schälchen reingekommen. Die fand ich eigentlich total süß, weil, ihr werdet noch sehen, wofür ich die wahrscheinlich benutzen werde.
Aber ich fand die einfach schön, weil die so einfach sind, aber trotzdem irgendwie bunt. Nicht zu kitschig, aber irgendwie cool. Und ja, ich könnte das jetzt sofort essen. Das ist richtig schlimm. Genau, das war eigentlich alles, was ich jetzt von Chibo habe. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr auch schon mal bei Chibo irgendwas gekauft habt oder bestellt habt oder so. Ich weiß, ich habe eine Lichterkette von Weihnachten, also für Weihnachten habe ich letztes Jahr geholt. Ansonsten mag ich Bettwäsche von da halt echt gerne. Ja, könnt ihr mir mal sagen. Aber ich muss jetzt auch mal wieder alles wegräumen und gleich gehen wir einkaufen. Dabei haben wir heute irgendwie über 20 Grad. So ein richtiges Sommerfeeling da draußen. Aber ja, einkaufen muss man halt trotzdem, ne? Guten Morgen, ich bin noch im Gammelmodus, ich bin müde, aber ich habe gerade Flo verabschiedet, denn der fährt jetzt von heute auf morgen zu seinen Eltern und das heißt, ich habe sturmfrei. Und eigentlich habe ich folgenden Plan, nämlich gleich erstmal was essen, Sport machen und Video drehen und natürlich lesen. Ich weiß nicht, ob ich alles schaffe, weil ich tendiere dazu, gerade wenn ich alleine bin, zu prokrastinieren. Vor allem, wenn ich dann irgendwie denke, ich fange jetzt mal eine Serie an, die er nicht mitgucken würde, wo ich alleine gucke und dann hänge ich plötzlich in dieser Serie drin, ist das immer blöd. Vor allem so beim Frühstück oder wenn ich mir die Nägel lackiere fürs Video, da ja, hat man dann doch den Fernseher mal an und könnte passieren. Aber ich, ja, ich gucke mal, was ich davon mache, aber Sport sollte auf jeden Fall drin sein und ob ich jetzt ein Video drehe oder nicht. Ist optional, aber ich möchte auf jeden Fall lesen, denn mein Problem ist, dass ich sehr hinterherhänge bei meiner Jahreslese-Challenge auf Goodreads. Ich hatte gestern 4 Books Behind, also 4 Bücher hinter meiner, ja, hinter meinem Leseplan quasi, damit ich meine Challenge schaffe, so in regelmäßigen Abständen. Ja, gestern habe ich ein Buch beendet, das zeige ich euch aber nachher mal. Und jetzt ist noch 3, aber ich lese ja nicht so viel. Ja, mal gucken, was ich schaffe. Aber ich brauche jetzt wirklich einfach was zu essen. I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind. Like a candle I just burn away. Ich habe jetzt gerade tatsächlich mal wieder ein Sonntagsvideo gedreht. Das gibt es aber, ja, wenn ihr das in den Vlog seht, erst an dem Sonntag, der dann kommt. Und ich wollte euch nur kurz eben reinwerfen, dass ich Dark Thrill Glow gestern beendet habe von DC Odessa. Das ist der 3. Band von dieser Glow-Reihe. Und leider bis jetzt für mich auch der schwächste Band. Also ich weiß auch nicht. Die ersten beiden Bände habe ich ja verschlungen. Da waren so böse Cliffhanger drin und ich fand es irgendwie viel spannender, weil hier geht es nochmal eigentlich um Muriel, die ist YouTuberin und wird von einem Stalker belästigt. Der Stalker geht sogar so weit, dass er ihren Freund umbringt, aber das Ganze wie ein Unfall aussehen lässt. Und daraufhin flieht sie quasi in eine andere Stadt in Spanien, was sie damals so als Notfallplan mit ihrem Freund ausgeheckt hat. Und da trifft sie dann auf verschiedene Männer, die, wie sich später herausstellt, doch alle irgendwie zusammengehören. Und ja, die findet die halt trotz Trauer auch alle sehr, sehr anziehend und ist eine Person, die auch gerne sich betätigt, körperlich mit Männern. und die haben dann halt so gedacht, okay, komm, finde ich alle scharf, wollen wir nicht ein Arrangement machen, dass du hier exklusiv nur mit uns und so, ne? Und wie gesagt, mal mit mehreren, mal nur zu zweit und wie auch immer. Und natürlich geht sie darauf ein, weil sie sich so denkt, ja, dann können die mich ja vor dem Stalker auch beschützen, wenn ich ja hier bei denen bin. Das ist die grundlegende Geschichte. Band 1 und Band 2 fand ich, obwohl es super trashig ist, also ich sage immer wieder, man darf das nicht zu ernst nehmen, weil sie ist keine sympathische Protagonistin. Sie verhält sich auch nicht unbedingt immer nachvollziehbar. Reden kann hier auch keiner irgendwie. Aber was halt einfach
gut war, waren für mich immer bis jetzt die Sexszenen. Die waren sehr interessant und abwechslungsreich und mal was anderes. Das hat mir schon Spaß gemacht und es wird auch aus verschiedenen Perspektiven erzählt, von jedem der Typen, aber auch vom Stalker. Der Stalker an sich ist auch schon richtig krank, also da will ich eigentlich immer wissen, wie es weitergeht. Wer es letztendlich ist und was er noch so im Petto hat, das ist, finde ich, eigentlich ganz spannend. Aber obwohl ich das nicht so ernst nehme und auch weiß, dass es teilweise ein bisschen mah ist, fand ich jetzt den dritten Band irgendwie nicht mehr so geil. Ganz einfach, weil ich das Gefühl habe, dass eine Paarung hier extremst nach vorne getrieben werden soll, obwohl ich es null fühle. Weiß ich nicht, man merkt irgendwie, was wahrscheinlich Richtung Endgame gehen soll, aber ich hoffe, dass es irgendwie noch ein bisschen Abwechslung bringt, weil ich, nee, weiß ich nicht. Wie gesagt, fühle ich nicht. Dann schwappte das für mich auch ein bisschen mehr so voran. Und die Charaktere, die ändern sich für mich viel zu schnell. Also Leute, die in Band, also die ihr Leben lang irgendwelche gewissen Charakterzüge hatten oder für gewisse Sachen bekannt waren, die werden jetzt irgendwie komplett anders und ändern sich so schnell. Und ich mir teilweise denke, ach, come on, du verlierst gerade jeglichen Reiz für mich irgendwie. Das passt irgendwie gar nicht mehr zusammen und weiß ich nicht, ob ich das mag. Und dann ist auch tatsächlich eine Szene hier passiert, weit gegen Ende des Buches, die für mich richtig unangenehm war zu lesen, weil ja, es ist ein Buch, was so in die Dark Romance-Ecke geht. Das bedeutet ja generell oft, dass die Männer oft ein bisschen härter sind, dass sie eher so die Art Mann sind, so ich nehme das, was ich will. Besonders spannend wird es dann nun mal eben, wenn man auch so eine Protagonistin hat, die dagegen ist und sich halt ein bisschen wehrt, dass dieses Hin und Her irgendwie ist. Aber jetzt ist halt was passiert, wo ich mir so denke, na, weil auch wenn vieles, zumindest in den Büchern, das ich bis jetzt gelesen habe, wenn vieles so in Richtung geht, ich will das gar nicht, deswegen ist es sehr ein schwieriges Thema generell in solchen Büchern, aber irgendwie passte das immer und eigentlich ist nie wirklich was gegen ihren Willen passiert, meistens zumindest nicht. Aber jetzt fand ich das schon wieder einen Tacken too much irgendwie, das hat mir nicht gefallen, aber ich möchte auch nicht erzählen, also nicht so viel erzählen, weil sonst spoiler ich. Wie gesagt, war mir auf jeden Fall nur sehr, sehr unangenehm, eine gewisse Szene zu lesen. Und das Ende war jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich gedacht habe, joa, geil, jetzt muss ich unbedingt weiterlesen. Das war irgendwie bei den anderen beiden Bänden schon, aber hier irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich werde natürlich trotzdem weiterlesen, weil gerade Band 4 ist ja auch hier. Vielleicht wird er ja auch besser, weil ich hatte schon mal so eine Reihe, die Hard-Reihe von Meredith Wild, falls das einem was sagt. Da war ich auch wirklich so, geiles Buch. Boah, war das schlimm. Oh, super, es hat sich gefangen. Ah, eher langweilig. Das war wieder cool. Also da war auch wirklich von 5 Sternen bis 2 Sternen war da alles dabei. Und vielleicht ist das auch so eine Reihe, die da in die Tendenz fällt. Ja, ich lese mal weiter. Und guck mal, wie es sich ergibt, aber nicht jetzt, denn jetzt möchte ich mein Make-up aus dem Gesicht klatschen, mich wieder in meinen Kuschelpulli schmeißen und dann lese ich andere Bücher. Ja. Anybody, take it with anybody but you. Ihr hattet ein schönes Wochenende. Meins war irgendwie wieder viel zu schnell rum. Ich habe zwar gelesen, aber ich habe nicht das gelesen, was ich alles wollte. Also ich dachte irgendwie, ich lese mehr. Vor allem, wo ich froh war, war, dass ich zweimal auch Sport gemacht habe. Ich habe das Video gedreht. Also das ist schon mal alles super gelaufen. Ich habe auch ein bisschen gelesen. Aber dann ist mir Queen Charlotte ein bisschen dazwischen gekommen. Ja, habe ich auf Netflix geguckt. Queen Charlotte, A Bridgerton Story. Und ich muss sagen, ich fand das eigentlich echt gut, weil erst war ich so, boah, wir brauchen jetzt diese Zwischenserie, haut mal lieber Bridgerton Staffel 3 raus, was soll das, wer hat danach überhaupt gefragt?
aber ohne Witz, ich fand das so gut. Es gibt eine Sache, die mich halt an Bridgerton immer gestört hat, das darf man so gar nicht laut sagen, weil dann immer alle schreien, man wäre Rassist und so weiter. Aber man muss ja einfach mal sagen, dass es nicht in dieser Regency-Zeit damals normal war, dass schwarze Menschen Adelstitel hatten. Das war halt einfach historisch so. Und klar, man kann sagen, dass das Fiktion ist, weil die Geschichten ja auch alle erfunden sind. Ich hatte immer so das Gefühl, das hat so einen faden Beigeschmack, weil man halt dann sehr schnell vergisst, wie schwierig das in der Zeit früher eigentlich war. Und ich finde, das hat Queen Charlotte ein bisschen besser gemacht, weil direkt am Anfang auch gesagt worden ist, dass da zwar ein paar Fakten sind, worauf man sich stützt, so ein grobes Gitter hat, aber dass halt der Rest sehr viel Fiktion ist und eher so in die Richtung, was wäre wenn. Und den Gedankengang fand ich richtig gut. Nur kurz, ich werde nicht spoilern zum Inhalt, aber es geht halt um Queen Charlotte. Falls ihr Bridgerton kennt, dann kennt ihr auch die Königin. Und es geht um ihre Jugend, wie sie überhaupt Königin geworden ist. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Und dadurch, dass sie ja nun mal eine schwarze Königin ist, zumindest in dieser Serie, hatte das natürlich sehr viel Effekt auf die andere schwarze Bevölkerung, die es gibt. Denen wurden nämlich plötzlich Adelstitel verteilt. Es gab Ländereien, es war alles komplett neu. Und das fand ich halt spannend, weil wirklich da nämlich dann der Punkt war, was wäre, wenn das wirklich so damals gewesen wäre, wie weit wären wir heute mit dem ganzen Rassismus-Thema und so. Das ist schon sehr faszinierend. Also das fand ich halt sehr spannend und vor allem so Bridgerton-mäßig geht es halt auch um die junge Lady Danbury und auch um die hier Mutter Bridgerton, wie die halt früher so drauf sind. Und das Geile ist, ich habe halt von den, ich sag mal so, älteren Ladies, habe ich nicht so viel mitbekommen oder ich fand die halt teilweise sehr stereotypisch auch, wie halt so die halt dargestellt worden sind, aber durch diese Serie haben die nochmal so viel Tiefe, so viel Sympathie auch bekommen, weil jeder halt einfach auch ein anderes Leben hatte, eine andere Ehe hatte und das fand ich sehr cool. Es ging halt wirklich um die Frau, das ist natürlich auch wahrscheinlich sehr viel Utopie dabei, aber so, was ist mit den Frauen, was geht in ihnen vor, es ist halt wirklich sehr aus dieser Perspektive und das fand ich spannend, ich fand es toll. Ich habe in der letzten Folge geheult wie sonst was, also es waren nur 6 Folgen und ich habe das angefangen und war so, okay, kann man mal machen, jetzt weil ich Nägel lackieren muss und so, und beim Essen so ein bisschen was gucken, aber ich habe dann durchgezogen, aber die Folgen gehen alle so ungefähr eine Stunde bis, also die letzte Folge ging glaube ich eine Stunde 20 oder Stunde 30, irgendwie so, also es war schon gutes Kino. Aber ich mochte es. Es war wie immer, man hat trotzdem diesen typischen Bridgerton-Touch gehabt mit den Klamotten und mit den Bällen und das, was man da so mag. Es hatte auch seinen leichten Seifenoper-Touch noch immer, was man vielleicht mag, aber eben auch Themen, die ich diesmal richtig interessant fand. Also ich bin gespannt, wie Staffel 3 sein wird, ob ich da ein bisschen mehr, ob ich da jetzt ein bisschen anders auf einige Charaktere blicke, weil ich ihre Vergangenheit kenne. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr vorhabt, Queen Charlotte zu gucken oder ob ihr es sogar schon getan habt. Und wenn ja, wie euch das so gefallen hat. Aber ich war schon positiv begeistert. Ich höre so DM-Haul. Ja, ein kleiner DM-Haul, den gibt es tatsächlich. Denn natürlich habe ich schon wieder einiges besorgt. Natürlich in erster Linie für mich, auch viele Sachen, die ich einfach mal wieder brauchte. Vielleicht aber auch was für euch. Ihr wisst ja, einmal im Monat verlose ich ja eine Box und die Juni-Box, die steht bald bei Instagram zur Verlosung bereit. Haltet also da die Augen offen. Mitte des Monats geht das ja dann immer so los. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was ich mir geholt habe und fange ganz spektakulär an mit Klopapier. Ja, meins geht langsam zu Neige und ich mag Klopapier mit Druck drauf. Da bin ich halt auch so ein Limited Edition Opfer. Aber hier ist jetzt gar nicht so viel fancy Zeug drauf. Es ist einfach ein paar Blüten und Zeugs. Aber es ist Klopapier. Brauche ich, war da, ist toll. Was ich auch brauchte, wo ich mir direkt 2 wieder von geholt habe, sind meine Augen-Make-up-Entferner-Fläschchen von Garnier. Die liebe ich, weil die wirklich jede wasserfeste Wimperntusche wegballert. Und dann habe ich mir 2 Duft-Deos geholt. Eins, was ich schon mal hatte.
nämlich Summercare. Das ist so eine Limited Edition, beziehungsweise ich habe mir Antitranspirant geholt. Das muss ich ja heutzutage dazu sagen, das ist ja was anderes. Aber ich bin mir dessen bewusst und ich möchte das haben. Und noch ein Invisible Dry, also dass man dann keine Rückstände bei schwarzen oder weißen Klamotten hat, ist auch eingezogen. Dann ein Duschgel, also Dove hat mich irgendwie dieses Mal, ja, sehr beeinflusst. Und zwar auch eine Limited Edition natürlich, die Sommerpflege. Das ist der Duft mit Grapefruit und Minzduft. Das finde ich, hört sich so geil an. Also ich liebe Grapefruit. Im Sommer ist Grapefruit mein liebster Duft. Ich liebe das. Und dann noch mit Minze. Klingt kühlend, klingt gut. Bin ich schon gespannt drauf. Aber auch für die Augen musste gesorgt sein. Und ja, auch hier war ich wieder ein kleines Opfer. Aber falls ihr Germany's Next Topmodel geguckt habt, dann kennt ihr ja diese UT Limited Editions Augenpads. Ich bin einfach ein Opfer. Das hier sind Power of Passion in so Herzchenform. Das blaue ist Angels of Attraction. Das sind so Engelsflügel. Und die gelben Generation of Glow. So Sonnenstrahlen. Ja, habe ich mir besorgt, kann ich mir ins Gesicht klatschen. Aber ich habe mir auch von Lavera mal etwas geholt, das habe ich da irgendwie neu gesehen. Hydro Refresh Augen Roll-On, steht sogar neu drauf. Kühlt die Augenpartie und mindert Schwellungen mit Bioalge und natürlichen Hyaluronsäuren. Ja, bin ich mal sehr gespannt, wie das sein wird, aber warum eigentlich nicht, ne? Und ganz zum Schluss gab es noch was für die Nägelchen. Einmal habe ich von Essence, das war so eine Limited Edition, da steht jetzt so drauf, Drive Me Crazy. Und es ist halt so ein, ja, sehr, sehr unspektakuläres Gelb-Orange-mäßig. Ja, hat heute auch die Farbe Drive Me Daisy. Und fand ich halt ganz süß, weil ich momentan sehr auf diese pastelligeren Farben stehe und das eine Farbe ist, die ich jetzt so noch nicht hatte. Eher unaufgeregt, aber cool. Und ein, ja, leichtes Himmelblau, würde ich sagen, so ein schönes helles von Art Deco. Ich weiß gar nicht, ob ich Nagellacke von Art Deco sonst habe. Und der war halt so süß klein und da habe ich mir gedacht, ja, passt auch, sieht fröhlich aus und kann gerne mal bei mir einziehen. Ja, das war auch schon der DM-Haul, also der war wirklich nicht so groß diesmal, hauptsächlich Sachen, die ich halt wirklich benötige, aber natürlich verfalle ich immer wieder in ein paar Limited Editions, aber so ist das, ne? So, jetzt haben wir heute Montag. Ich zähle die Tage wirklich bis zum Urlaub, denn nur ein kurzer Kalenderplan in meinem Kopf. Ich gehe morgen arbeiten, am Mittwoch habe ich Homeoffice. Donnerstag gehe ich arbeiten und Freitag gehe ich dieses Mal auch ausnahmsweise arbeiten. Ich habe Geburtstag. Eigentlich ein Grund, weswegen ich nicht arbeiten gehen sollte, aber das ist mein letzter Tag vor dem Urlaub, denn ich habe nächste Woche, wie ich ja sagte, Urlaub. Und ja, dann darf man halt nicht Homeoffice machen vorher, weil man halt alles da in Ordnung bringen soll und ne, keine Akten hier zu Hause haben und so weiter, ist ja auch völlig verständlich. Und deswegen mache ich kein Homeoffice, bin also Freitag mal auf der Arbeit. Und am Samstag kommt dann meine engste Family hier vorbei und wir machen einen Brunch. Ein Geburtstagsbrunch. Habe ich auch noch nie gemacht, keine Ahnung, ob ich das geschissen kriege. Das Problem ist einfach, Freitag wäre halt blöd, weil ich bin erst arbeiten, Flo ist den ganzen Tag arbeiten, der kommt erst spät nach Hause, mein Papa ist arbeiten. Na, also lohnt sich das nicht, da irgendwie Geburtstag zu feiern. Und am Samstag, da hat mein Papa halt frei und da war nur das Blöde, dass meine Schwester mit Schwager auf einen 30. Geburtstag nachträglich eingeladen worden ist. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wir können auch einfach einen Brunch machen. So um 12 oder was, keine Ahnung. Und dann tische ich hier ein bisschen was auf. Und dann klingt das auch ganz nett. Vor allem, weil das schön ist, weil ich dann quasi alles so im vorderen Bereich des Tages abgehakt habe. Und abends kommt nämlich der Eurovision Song Contest. Ich gebe es zu, ich bin da so ein kleines Opfer. Ich gucke das schon seit Jahren. Und dann, denke ich mal, werde ich mir abends hier einfach schön mit Flo einen Abend machen und den ESC gucken. Klingt doch supi, also was will man eigentlich mehr? Heute lasse ich es ruhiger angehen, heute ist kein Sport, heute ist gar nichts mehr irgendwie. Ich glaube, ich lese jetzt noch ein bisschen was, weil Wäsche hängt, Spülmaschine ist ausgeräumt. Ja, ich glaube, ich lese.
Also heute bin ich euch definitiv kein Vorbild, denn ich habe keine Lust, Sport zu machen. Gar nicht. Ich habe viel zu wenig geschlafen letzte Nacht. Ich bin müde. Es ist draußen langsam dunkel und fängt gleich an zu regnen. Ich fühle mich einfach echt nur, ich will auf meine Couch. Bin ich ganz ehrlich. Also nehmt euch heute kein Beispiel an mir. Aber ich habe keine Lust. Morgen dann hoffentlich wieder. Ich möchte aber gerne lesen und habe gestern mit Rock My Dreams angefangen von Jamie Shaw, beziehungsweise ich habe das erste Kapitel gelesen. Also nicht wirklich viel. Ja, aber das ist ja jetzt der letzte Band, da geht es um Mike, den Schlagzeuger, und dann hätte ich tatsächlich mal wieder eine Reihe beendet. Ich hoffe nur, ich halte das durch, weil ich habe das Gefühl, ich schlafe gleich ein, wenn ich das lese. Ja, gucken wir mal, warten wir mal ab. Morgen ist auch noch ein Tag, ein Homeoffice-Tag. Ich, nehmen wir mir vor, dann morgen Sport zu machen. Drückt mir die Daumen. So, ich habe jetzt noch zwei Pakete fertig gemacht. Einmal das von Shibo mit der Bettwäsche, da habe ich euch ja gesagt, nur eine Normalgröße brauche ich nicht, wenn die Übergröße nicht mehr da war. Und noch ein Paket für die liebe Dani, denn die bekommt von mir zwei Kerzen, beziehungsweise sie übernimmt sie netterweise von mir. Ja, es ist einmal diese Goose Creek Kerze, Cherry Macaron oder so. Ich finde, die riecht super gut, aber die ist mir persönlich einfach viel zu krass. Und warum soll ich mich noch da so durchquälen, die aufzubrauchen? Macht gar keinen Sinn. Und noch, also auch von Goose, das mit diesem Lucky Marshmallows. Ja, die war zwar irgendwie auch sehr cool, aber doch ein bisschen leicht so Kopfschmerzduft für uns hier und deswegen ziehen die aus und bekommen ein neues Zuhause. Ich bin gerade wieder an diesem Punkt angekommen, wo in meinem Gehirn so verdammt viele Gedanken gleichzeitig fließen, was ich mit YouTube machen möchte, was ich mit Insta machen möchte, und es ist einfach, kennt ihr das, manchmal denkt man so viel nach und es passiert dann irgendwie nicht viel oder man zerdenkt sich die Sachen und macht sie dann doch nicht, weil man sie so viel zerdenkt hat. Deutsch ist wieder schwierig heute. Ja, aber ich denke einfach mal weiter. Und ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren da lassen, was ihr denn gerne noch überhaupt so im Vlog sehen wollt. Gibt es Themen, die euch interessieren, worüber ich entweder mal reden kann oder die ich euch zeigen kann? Und ja, dann verabschiede ich mich jetzt bei euch und wandere gleich zur Packstation, beziehungsweise Flo fährt. Aber ja, ist aber auch heute ständig regnerisch, ne? Also das ist ein bisschen zu risky sonst. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Vlog.